Was geht ab, Freunde der Technik? Der Wojtek ist mal wieder am Start. Ja, lang genug ist auf diesem Kanal gar nichts passiert, aber hin und wieder bekomme ich eine E-Mail, oh, da kommt was rein. Heute ein bisschen Technik. Wie immer, ich mag Technik und drum gibt's das auch hier auf diesem Kanal. Lasst euch nicht von diesem iPad hier aus dem Konzept bringen, da gucke ich das, was ich sehe. Also ich filme das Ganze mit einem iPhone und was ist neu? Das, was neu ist, hängt hier. Das ist das DJI-Mikrofon. Ich habe meinen YouTube-Kanal mit nichts angefangen. Das heißt, mit gar keinem Mikrofon. Einfach nur das iPhone. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist es nicht. Nicht, weil ich es selber gehört habe, sondern weil ich das aus anderen YouTube-Videos gelernt habe, sagen wir mal so. Und dann irgendwann habe ich mir so ein Mikrofon gekauft. Ich zeige das mal so ein bisschen in die Kamera. Kann man das sehen? Ja, er fokussiert, wunderbar. Dieses Mikrofon ist irgendein Wireless-Mikrofon, sind zwei Stück übrigens mit einem Empfänger. Es ist besser als nichts, auf jeden Fall. Es hat auch eine, Rauschunterdrückung, aber die ist hardware-seitig eingebaut und man kann sie nicht wegmachen. Und das ist dann doch störend. Sonst wäre es ganz okay tatsächlich. Ich glaube, 30 Euro bei Amazon verlinke ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Das ist besser als nichts. Wenn ihr draußen seid, irgendein Vlog macht, was weiß ich, das ist ganz okay. Aber verglichen mit dem, was hier rechts von mir ist, ist das nichts. Dann habe ich mir, ich habe etwas tiefer in die Tasche gegriffen. Das ist das VideoMic NTG. Ich halte auch das mal ein bisschen näher an die Kamera. So, ja, will ich mal so zeigen. Auf jeden Fall ist dieses Mikrofon gut. Es ist wirklich gut. Es ist besser, finde ich, qualitativ als das DJI, was hier hängt. Aber wie alles hat auch das Vor- und Nachteile. Es ist halt ein Richtmikrofon. Das muss halt irgendwo aufgebaut werden. Und ihr seht, ich habe mich jetzt hier irgendwo hingesetzt in einem leeren Zimmer. Deswegen halt es hier auch extrem. Ich werde versuchen, das in der Post-Production dann wegzubauen. Auf jeden Fall ist das ein richtig gutes Mikrofon. Ich habe nebenan so ein kleines Studio aufgebaut. Sieht man das da? Nee. Ich habe nebenan so ein Studio aufgebaut, also ganz viel lustige Wandpanels angeklebt und so weiter. Da halt es nicht. Großer Vorteil von dem Ding, es ist ein richtiges Mikrofon, es hört sich gut an. Also wirklich, schöne, bassige Stimme, alles, also was man braucht. Hat auch super tolle Einstellungen, verlinke ich euch auch. Aber ich werde gar nicht so viel zu den Funktionen hier zu sagen. Nachteil ist, stellt euch vor, ich möchte aus dem Nichts, so wie jetzt, ein Video machen. Ich habe mir das Stativ jetzt hier hingestellt, iPhone eingeklemmt, Mikro angeschlossen, zack und fertig. Damit hätte ich jetzt ein Problem. Ich bräuchte entweder einen Arm, den ich irgendwo hier festmache, oder irgendwo unsichtbar ein Stativ. Ich habe dafür ein Stativ, natürlich, klar. Nachteil ist allerdings, das musst du halt mitschleppen. Das musst du halt irgendwo, wenn ich jetzt, so wie jetzt, ich setze mich jetzt hier hin und mache einfach mal, das geht dann damit schon nicht. Also geht schon, aber der Aufwand ist wesentlich größer. Die Qualität ist besser, allerdings, egal wie gut das Mikrofon ist, wenn der Raum schlecht ist, scheiße ist, also der Raum ist nicht schlecht an sich, aber wenn der nur vier leere Wände hat und sonst ist nur dieses Holzding hier und der Stuhl und ich, dann springen die Schallwellen und auch das Mikrofon wird es dann nicht viel besser machen. Drum ist der Ton so gut wie das Mikro und der Raum. Das ist ganz wichtig. Aber Nachteil ist, es hat mich immer aufgeregt, auch wenn ich nur im Studio aufnehme, ich will es versteckt natürlich. Also man würde das nicht sehen, das wäre irgendwo hier oben dann auf mein Gesicht und in dem Kegel muss ich mich dann bewegen. Drehe ich mich zur Seite, war es das schon wieder. Also der Ton kommt trotzdem noch an, aber der ist nicht so gut. Oder etwas leiser, sagen wir mal so. Und dann habe ich geguckt, Mensch, was gibt's denn noch Schönes? Ne? Ach so, dazu gibt's natürlich dann noch irgendwelche Kabel. Das kann man auch per USB-C und weiß der Geier. Also das, ich filme alles mit dem iPhone. Das ist das 13er Pro immer noch, funktioniert super. Und dann kam irgendwann DJI Mic 2. Ja, ich habe mir das dann gekauft. Das ist halt diese lustige Box. Ich mache die mal auf. Der Empfänger ist jetzt im iPhone und der Sender, einer ist da vorne. Den seht ihr ja, ne? Der leuchtet lustig. Total praktisch. Ich mache mir das dran. Und egal, wo ich bin, wie ich mich bewege,
Es funktioniert. Hoch, jetzt habe ich meine kleine YouTube-Lampe. YouTube High Five übrigens. Habe ich von YouTube ein kleines Geschenk bekommen. Gestern, vorgestern. Hat mich riesig gefreut. Ja, coole Sache. Auf jeden Fall, das ist ein Vorteil vom Mikro. Ich habe das Ganze jetzt eingeklemmt in dem iPhone drin. Ich sehe also diesen Audiopegel, aber mache alles dann später hier auf dem iPad in Final Cut Pro für iPad. Ich habe bisher alles in LumaFusion geschnitten und jetzt seit 2 Wochen ungefähr Final Cut Pro. 5 € pro Monat oder 50 € aufs Jahr. Top. Finde ich top. LumaFusion einmal 30 € circa habt ihr lebenslang. Auch ganz okay. Ganz okay. Ja, aber nochmal zu dem Ding. Also, das könnt ihr entweder mit dem iPhone verbinden, so direkt den Empfänger ins iPhone rein. Bluetooth geht auch, ist aber nicht empfehlenswert. Oder aber, man hat hier noch einen Aufnahmeknopf, sodass dieses Gerät direkt hier in das Gerät aufnimmt. Das hat irgendwie 8 GB Speicher oder weiß der Geier. Also so viele Stunden kannst du gar nicht aufnehmen. Und das kannst du auch in 32-Bit-Float aufnehmen. Das heißt, egal wie laut du bist oder egal wie leise, du kannst es in dem Bearbeitungsprogramm hochziehen oder runter, sodass es trotzdem noch gut klingt. Geile Sache. Wie gesagt, das ist der Vorteil. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Muss mal gucken, dass ich nicht ausdrücke. Also wenn ich das Mikro näher zum Mund führe, dann hört sich das schon anders an. Und das ist mit diesem Mikrofon nämlich genauso. Umso näher das Ding am Mund ist, umso besser hört es sich an. Muss man aber aufpassen, dass man dann nicht zu laut brüllt oder sowieso. Jetzt lasse ich es mal wieder so hängen. Und ich denke, man hat einen Unterschied gehört. Aber auch ich lerne in Mikrofonen, in Kamera und in Final Cut dazu oder allgemein Schnittprogrammen. Jetzt wollte ich mal wieder was auf diesem Kanal sagen. Also 1, 2, 3 Mikrofone, mit dem fühle ich mich am wohlsten, auch wenn ich jetzt hier den schlechtesten Raum gewählt habe. Aber jetzt kommt in Zukunft, ich habe da vorne, wie gesagt, ein kleines Studio, also es ist ein Raum mit diesen Schaumdingern da, ne? Habe ich ungefähr 500 € an Schaumstoffmaterial an die Wand geklebt da hinten und auch an die Decke. Muss man auch nicht alles machen, ne? Muss man nicht alles machen. Aber ich werde demnächst da auf diesem Kanal auch, das ist jetzt insgesamt mein 3. Kanal, was reinmachen, was reinposten, Technik. Ich habe schon von meinem Toyota Avensis da oben rechts, könnt ihr mein Toyota Avensis Video schauen. Und ich habe jetzt wieder einen neuen gebrauchten, einen Opel Insignia B Sportstourer. Davon mache ich auch nochmal ein Filmchen. Aber ja, dieser Film war oder ist über DJI Mic 2. Ich bin total begeistert. Auch das, natürlich, meine Damen und Herren, ist in der Videobeschreibung verlinkt und kann ich wärmstens empfehlen. Wer sich besser auskennt mit diesen Bearbeitungsprogrammen oder auch bessere Programme hat, der kann damit einen Ton rausholen. Holla die Waldfee. Ich bin da total der Anfänger, aber wie gesagt, das ist für mich das super. Einfach gut. Ne? So, meine liebsten Liebenden, wie gesagt, ich bin auf diesen Kanal wieder gekommen, weil ich kriege immer mal wieder eine Mail, wenn ich einen neuen Abonnenten habe, dann gucke ich so, ach Mensch, guck mal, 707 oder 708 Abonnenten. Auf dem anderen Kanal, da habe ich ja über 40.000, aber ist eine andere Thematik. Und weil ich hier nichts poste, passiert ja auch nichts. Aber das will und werde ich ändern oder habe es damit getan. Meine liebsten Liebenden, ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr Spaß habt mit diesen Geräten, sofern ihr sie selber erwerben werdet. Auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare schreiben, Mensch Wojtek, wie geht dies, das oder jenes? Und ich kann euch dann das Ganze natürlich beantworten. Ich switche nämlich zwischen den 3 Kanälen jetzt permanent und das ist für mich möglich. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif unter anderem und wir hören und sehen uns beim nächsten Video. Ciao, euer Wojtek.